Hallo lieber Skorpion, herzlich willkommen zu deiner Legung für den Monat September. Meine lieben Skorpione, ergänzend zu eurem Sonnenzeichen, sprich Sternzeichen, könnt ihr auch die Videos nach eurem Mondzeichen, Aszendenten und Venuszeichen schauen. So, ich werde es jetzt wie folgt machen. Ich werde drei wichtige Situationen legen in diesem Monat, die für euch wichtig sein werden. Ich hätte gerne eine wichtige Situation für die Skorpione im September. Für die Skorpione im September, danke. Oh, okay. Was ist das? Wir haben die Vier der Kelche, die Königin der Schwerter und den Wagen. Okay. Was ich hier reinbekomme, ist, dass einige von euch eine Form von sowas wie eine Fernbeziehung oder jemand, der weiter weg wohnt, ja? Und ich sehe, ihr wollt das nicht. Ich sehe hier so eine emotionale Unzufriedenheit. Also es könnte sehr stark sein, dass einige von euch einen Partner haben oder wenn es kein Partner ist, gerade vielleicht jemanden daten oder in der Kennenlernphase sind, wie auch immer. Aber diese Person wohnt weiter weg und ich sehe, dass ihr das irgendwie nicht wollt, dass ihr damit nicht einverstanden seid, dass das irgendwie schwierig ist, die Distanz. Also die Distanz macht Schwierigkeiten. Das muss aber nicht in einer Beziehung sein oder im Kennenlernen oder mit einer Person. Es kann auch sein, dass es hier einen Job gibt, der weiter weg ist. Egal was es ist, es geht um die Entfernung. Ich sehe, dass ihr euch davon unabhängig macht. Also ihr könntet zum Beispiel dann aufhören, diese Person zu treffen, weil ihr einfach nicht mehr wollt. Oder ihr könntet diesen Job nicht annehmen oder den Job kündigen, weil er einfach weiter weg ist. Also egal, was es hier ist, ich sehe, aufgrund der Distanz wird ein Cut gemacht. Ja, aufgrund der Distanz wird ein Cut gemacht. Aus irgendeinem Grund sind diese Hähne hier wichtig. Ich weiß nicht, was das jetzt bedeutet. Hahn im Korb, stolzer Hahn, feiges Huhn vielleicht sogar. Vielleicht könnt ihr was mit diesen Sprüchen anfangen. Achtet mal darauf, was ihr dabei fühlt oder was euch da für Eindrücke kommen. Vielleicht hat das mit einer bestimmten Person zu tun. Das scheint irgendwie wichtig zu sein. Habe ich jetzt einfach mal so weitergegeben. Genau. Ja, also irgendwie aufgrund der Entfernung, aufgrund der Distanz wird das hier nicht mehr angenommen. Einige von euch werden eine Reise oder einen Umzug absagen. Ja, also auch das sehe ich hier. Wenn ihr irgendwie vorhattet, umzuziehen, sehe ich, die Sachen werden gecancelt. Wenn ihr vorhattet, eine Reise zu machen, sehe ich, wird gecancelt. Also es gibt Gründe, warum. Ja, ich sehe, man will es nicht. Ich sehe, emotional ist man hier irgendwie so, nee, ich möchte ich nicht. Habe ich jetzt irgendwie keine Lust drauf. So in diese Richtung kommt das irgendwie rüber. Man beendet etwas aufgrund der Distanz, der Entfernung, weil man das nicht möchte. Ja, irgendwas ist hier, man will irgendwas hier nicht. So, weiter geht's. Dann wollen wir mal schauen, was wir denn hier haben. Eine weitere Situation für die Skorpione im September. Eine weitere Situation für die Skorpione im September. Ritter der Stäbe. Die Sechs der Münzen. Die Hohepriesterin, die Königin der Kelche und die Welt. Was ist das? Okay.
Die Sechs der Münzen, der Ritter der Stäbe. Ich habe das Gefühl, die beiden sind so ein bisschen so separat. So habe ich irgendwie das Gefühl. Eine Situation, die mit zwei Situationen zusammenhängt. So, das ist so das, was mir hier stark durchkommt. Eine Sache, die ich hier sehe, ist in Bezug auf Finanzen, finanzielle Angelegenheiten, wird jemand sehr ungeduldig. Es könnte also sein, dass ihr auf eine Zahlung wartet, die irgendwie ausbleibt. Oder, ja doch, irgendeine Zahlung, auf die ihr wartet, und die bleibt aus. Ne? Vielleicht dauert es länger, bis der Lohn kommt oder euch wurde eine Prämie versprochen oder irgendwas im finanziellen Bereich aus Versicherungen oder sonst was. Eine Versicherung, wo ihr noch was wartet. Ich sehe, es geht irgendwie um Geld, was zu euch kommen sollte und das dauert irgendwie lange und ihr werdet ungeduldig. Ja? Es geht um eine Ausgleichszahlung. Das kriege ich auch rein. Ausgleichszahlung. Da ist irgendwie so eine gewisse Ungeduld oder so. Ja, man wird einfach ungeduldig in Bezug auf diese Sache. So, hier sehe ich aber irgendwie was anderes. Hier kriege ich euch ganz fühlig rein. Ich kriege euch hier so, gerade die Königin der Kelche und die Hohepriesterin, starke Intuition. Es könnte sein, dass du diesen Monat sehr stark in deiner Intuition bist, in der spirituellen Kraft bist, in deinen Emotionen bist. Also, dass du wirklich sehr stark verbunden bist mit deinem Gefühl. Und ich sehe, das macht dich irgendwie so komplett. Es ist so, ihr fühlt euch gut dabei. Ja, ich sehe so Vollkommenheit, irgendwie so vollkommene Gefühle. Sich vollkommen fühlen. Genau, Vollkommenheit spüren. Ich kann das noch nicht so richtig einordnen, warum diese Situation hier mit rausgefallen ist. Okay. Ein paar von euch, das ist jetzt wichtig, ein paar von euch sind im helfenden Bereich tätig. Das kann im Bereich der Gesundheit sein, Heilung sein, Heilpraktika, alternative Heilmethoden, spiritueller Bereich, mit anderen Menschen zusammenarbeiten, irgendwelche spirituellen Methoden, was auch immer, also helfender Bereich. Ja. Und ich sehe, hier kommt so ein Impuls, das zu nutzen. Ja, also wenn ihr das bisher noch nicht gemacht habt, sehe ich irgendwie, hier kommt so ein Impuls. Ja, ihr wollt das jetzt nutzen, ihr wollt anderen helfen damit. So, als würde hier so ein Weckruf kommen. Also irgendjemand wird hier so einen Weckruf erhalten, vielleicht sich gerade mit sowas beruflich zu beschäftigen, das für andere anzubieten, anderen damit zu helfen. Sich in diesem Bereich betätigen. Ja, das nehme ich so wahr, diesen Impuls, jetzt tätig zu werden, spirituell, helfend, ja, so nächstenliebemäßig, so andere für andere irgendwie da zu sein. Ja, da sehe ich so ein bisschen so dieses Gefühl der Vollkommenheit. Das ist mein Ziel, was ich haben möchte. Das möchte ich erreichen. Also das wird für einige hier sehr wichtig sein. So, nächste Situation. Ich habe das Gefühl, hier kommt jetzt noch mehr, bevor wir hier noch weitersprechen können. Nein, bitte so klar und deutlich wie möglich für die Skorpione. Der Ritter der Kelche. Okay. Wow, krass. Was ist denn hier los? Einige von euch tragen hier etwas auf ihrer Seele mit sich rum. Ihr wollt, dass jemand euch vergibt oder ihr wollt vergeben. Irgendwas soll hier. Ich habe das Gefühl, hier ist so eine Trauer, die ihr mit euch rumschleppt. Oh, was ist das denn? Ihr schleppt hier emotional irgendwas mit euch rum, was echt schwer ist. Irgendeine Traurigkeit. Ich kriege hier jetzt beides rein. Entweder ihr habt jemanden verletzt oder jemand hat euch verletzt oder ihr habt euch beide gegenseitig verletzt. Ich glaube eher das. Ich glaube eher beide irgendwie.
aber auf dir lastet sowas. Du möchtest Frieden damit schließen. Und das wird diesen Monat definitiv kommen. Ich sehe die Befreiung durch Frieden. Ja, ich sehe, hier wird Frieden geschlossen mit dieser Sache. Ja, hier wird Frieden geschlossen. Erlösung für die Seele, Leichtigkeit für die Seele, Befreiung von der Trauer. Es kann sein, dass ihr das alleine macht, also dass ihr dafür gar nicht die andere Person braucht, insbesondere wenn ihr das Gefühl habt, jemand hat euch wehgetan. Gerade dann, wenn ihr darauf wartet, dass von der Person was kommt, dass sie sich entschuldigt, auf euch zugeht und das passiert nicht, das gibt euch keinen Frieden und ihr braucht nicht darauf zu warten. Ich sehe, dass ihr das dann alleine macht, ne? Gerade hier mit dem Eremiten, dass ihr alleine für euch sagt, okay, ich möchte jetzt Frieden. Ich will das jetzt loslassen. Ich will diesen Kummer nicht mehr, ich will diese Traurigkeit nicht mehr. Ich will, dass das von meiner Seele geht und das wird diesen Monat kommen. Ja, und ihr werdet das alleine schaffen. Wenn ihr jemandem wehgetan habt, sehe ich, dass ihr hier voll authentisch seid, dass ihr ihr selbst seid, ihr seid selbstbewusst und ihr steht hier für euch ein und ihr geht hier zu der Person und ihr sagt aus tiefstem Herzen, es tut mir leid, was ich dir angetan habe. Es tut mir leid, was hier passiert ist. Ja, und ich sehe, hier wird Frieden geschlossen. Hundertprozentig, ob ihr das alleine macht, ob ihr das mit jemandem macht, ob ihr das macht, hier wird Frieden geschlossen. Das sehe ich absolut klar. Da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Hier sehe ich absoluten Frieden. Absolut. Ja. Hier wird Frieden geschlossen. Hier wird definitiv sich von Dingen erlöst, die auf deiner Seele sind, die dich belasten. Und ich sehe, dass das für dich ein enorm großer Schritt ist, du selbst zu sein. Ehrlich zu dir selbst zu sein. Zu dir zu stehen. Für dich selbst einzustehen. Verantwortung zu übernehmen für dein Handeln. Und ich weiß jetzt schon, dass hier einige schreiben werden, ich habe nichts gemacht, die andere Person, So läuft das nicht. Ja, so läuft das nicht. Ich sehe, hier ist irgendein Kummer, den wollt ihr loswerden. Und wenn euch eine andere Person da keinen Frieden geben kann, sehe ich, ihr holt euch den Frieden selbst, indem ihr loslasst. Ihr lasst los. Wow. Wow. Liebe Skorpione, was ist das? Wow. Ich hätte gerne weitere Botschaften für die Skorpione im September. Was haben wir hier? Vertraue dem Universum. Schaut mal da. Einige werden wirklich stark im spirituellen Bereich sich hier mit Sachen beschäftigen, mit dem Höheren, mit dem Geist, mit der spirituellen Welt, ja, mit dem Universum. Hier sehe ich viel Neues, was reinkommt, Themenbereiche, für die ihr euch öffnet. Ja, Kronenchakra geht auf, da kommen Impulse rein, deine spirituelle Kraft taucht hier auf. Also wirklich sehr, sehr kraftvoll, sehr intensiv. Vertraue dem Universum, ich sehe euch auch so absolut im Vertrauen. So der Eremit, ihr seid hier in so einer Reife, ihr seid so, ihr habt hier schon so viel gelernt über euch, über die Welt. Und seid mehr im Vertrauen ins Leben auch. Ja, schauen wir mal weiter für die Skorpione im September. Ja, ihr werdet euch selbst genau das geben, was ihr braucht. Hier habe ich Empathie, Mitgefühl. Empathie, Mitgefühl vor allem für euch selbst. Ja, Mitgefühl für andere, das ist für einige auch wichtig, ja, dass man Mitgefühl gegenüber anderen Personen zeigt, dass man versucht zu verstehen, warum jemand wie gehandelt hat,
was los war. Und das ist eine Sache. Ihr könnt Dinge verstehen, ihr müsst sie aber nicht akzeptieren. Ja, das ist schon mal klar. Aber das ist schon mal ein wichtiger Schritt auch für Vergebung, dass man versteht, hey, vielleicht gerade wenn euch jemand schlecht behandelt hat, indem ihr empathisch seid, indem ihr versucht zu verstehen, warum hat die Person das gemacht? Ja, hatte sie vielleicht keine andere Wahl aus ihrer Perspektive ausgesehen? Ja, so wie die Person denkt, wie die Person ist, wie auch immer, war das der einzige Weg? Ja, solche Dinge, also Empathie für andere, aber vor allem Empathie auch für dich selbst. Ja, dass du Mitgefühl für dich selbst hast. Ja, und da meine ich nicht dieses Ego-mäßige, dieses ich bin im Recht und diese Person hat mir Schlechtes getan. Nein, sondern wirklich sanft zu sich selbst zu sein und sich selbst Liebe zu geben und Verständnis zu geben. Ja, und nicht keinen Groll gegen sich selbst ziehen oder Selbsthass, ja, sowas, wo man sich selber hasst an solchen Momente oder wo man sich selbst nicht ausstehen kann, Selbstzweifel, Selbstvorwürfe, streng mit sich selbst sein und so weiter. Und hier geht es um Empathie, Mitgefühl mit dir, ja, mehr Mitgefühl mit dir, sei nicht so streng mit dir selbst, dann bist du auch nicht so streng mit anderen, ja. Zeig dir selbst mehr Liebe, dann wirst du auch liebevoller mit anderen umgehen. Ja, so, dann wollen wir weiterschauen. Für die Skorpione im September, was haben wir hier für die Skorpione im September? Für die Skorpione. Uff, das sind mir zu viele. Ich hätte gern eine klare Botschaft für die Skorpione. Eine klare Botschaft für die Skorpione. Also irgendwie will das Mystical Journey Orakel hier nicht. Okay, dann sind es zwei. Wow. Okay, Being Bound und Connection. Also einige sind hier wirklich an irgendeine Verbindung zu einem Menschen gebunden. Das heißt, ihr seid nicht frei. Ja, also hier irgendwie gebunden zu sein an jemanden oder an eine Sache, an irgendeine Verbindung zu einem Menschen, und das macht euch nicht frei. Das ist das, ne? Wenn es hier, ich sehe hier irgendwas emotional, will man hier nicht mehr. Das könnte für einige hier stark eine Sache sein, aber vor allem diese Situation hier unten, ja, in Frieden schließen. Man ist hier irgendwie noch an irgendwas gebunden, man kann hier nicht seinen Frieden finden. Gerade das, ja, Vergebung kann hier diese Brücke zwischen euch reinigen. Die macht euch nicht mehr, die macht da nicht mehr so wie Fesseln, ja, sondern einfach eine Brücke, die da ist, wo man sagen kann, okay, steht dir frei, willst du über die Brücke gehen oder nicht? Ja, das ist freiwillig, das ist hier kein Zwang, wie wenn man an irgendwas gebunden ist. Ja, das nehme ich hier ganz, ganz stark wahr, dass es hier um solche Sachen geht, dass man irgendwie gebunden ist an jemanden, irgendwas ist hier gebunden. Und ja, irgendwas ist hier, es geht um Loslassen, irgendeine Trauer loslassen, sowas in diese Richtung. Ah, ich weiß nicht, es ist super interessant, meine Lieben. Es lässt mich hier nicht los, diese Karte, Being Bound, gefesselt zu sein. Das passt jetzt hier in dieses Thema nicht so ganz rein, aber ich habe das Thema Fesselspiele bekommen. Also vielleicht ist das für irgendjemanden da draußen diesen Monat irgendwie relevant, wichtig, interessant. Who knows? Also ich lasse das einfach mal so stehen. Weiter geht's hier. Und passend dazu gehen wir jetzt, nee, noch nicht. Erstmal noch die Göttin, bevor wir ins Liebesorakel übergehen. So, was haben wir denn hier? Welche Göttin begleitet euch denn in diesem Monat September?
Nix, die Geheimnisse. Ja, irgendwas ist hier ein Geheimnis. Und ich glaube wirklich, es liegt hier an einer anderen Person. Das ist einmal eine Sache. Irgendwas ist hier im Geheimnis. Ja, wie geht's der Person jetzt? Wie geht's mir damit? Hat die Person schon abgeschlossen, Frieden geschlossen? Du kannst irgendwie nicht loslassen. Du bist hier noch dran gefesselt. Viele Fragezeichen, viele Geheimnisse. Dein Gefühl wird dich leiten, auch das hier, Geheimnisse. Einige werden sich mit Astrologie beschäftigen in diesem Monat, werden sich da mehr einlesen, sich damit mehr beschäftigen. Das kommt mir hier stark durch. Magie kommt mir durch, okay? Vielleicht ist das irgendwie was, was ihr, keine Ahnung, vielleicht ist das was, was ihr hier neu entdeckt. Spannend. Die Geheimnisse des Lebens, die Mysterien des Lebens, ne? Die Hohepriesterin kommt mir da auch stark mit rein. So das Spirituelle, das Geheimnisvolle, all solche Sachen, die hier noch mit einfließen. Jetzt wollen wir ins Liebesorakel schauen. Meine lieben Skorpione, was haben wir denn hier im September für euch? Was haben wir denn hier? Rückzug. Es ist Zeit, dich von der Welt zurückzuziehen. Einige werden sich in der Liebe zurückziehen von jemandem. Falls das hier jemand aus der Entfernung ist, habe ich vorhin schon am Anfang gesagt, könnte das das Thema sein, Rückzug auch vielleicht gerade, wenn man hier noch an irgendwas gebunden ist, emotional den Frieden zu schließen, sich davon zurückzuziehen, endlich zu sagen, hey, ich kann das loslassen und ich bin jetzt einfach auch freier für mich. Ich fühle mich besser. Da ist eine Last von meiner Seele gegangen, weil ich weiß, vielleicht habe ich was falsch gemacht. Ich habe hier einen Fehler gemacht oder ich will diese Sache dieser anderen Person vergeben und damit ich mich endlich davon zurückziehen kann. Ja, also das wird hier wichtig sein für viele Skorpione. Schon sehr skorpionisch hier alles mal wieder. So. Letzte Karte für die Skorpione im September. Ja, hier haben wir es. Wir haben das Schicksal. Wir haben die Zukunft und die Prophezeiung. Also einige werden tatsächlich in Bezug auf das Spirituelle sehr interessante Techniken erlernen, sich damit beschäftigen, mit Themen, die mit der Zukunft zu tun haben. Astrologie zum Beispiel habe ich vorhin reinbekommen, ja. Irgendwas in Bezug auf zukünftige Ereignisse, vielleicht Karten legen, ja. Irgendjemand beschäftigt sich mit solchen Sachen hier, ja. Ich glaube viele, dass die das hier machen, das ist wichtig. Was kriege ich noch rein? Es könnte auch sein, ihr habt einen Traum, eine Vision, eure Intuition sagt euch einfach irgendwas. Also ich kriege euch hier sehr feinfühlig rein mit der Hohepriesterin und die Königin der Kelche. Sehr intuitiv, sehr feinfühlig. Das wird so etwas sein, was euch in diesem Monat hier stark beschäftigen wird. Ja, meine lieben Skorpione, das war es auch schon. Das war eure Legung für den Monat September. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ich biete astrologische Beratungen an und Kartenlegungen. Schaut dazu mal auf meiner Homepage vorbei. Sie ist hier unter diesem Video verlinkt. Einfach drunter klicken und dann gelangt ihr schon zu der Homepage. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr den Kanal abonniert, einen Daumen hoch da lässt, einen lieben Kommentar. Alles, was ihr wissen müsst, alle Kartendecks sind unter dem Video verlinkt. Und ansonsten wünsche ich euch allen, meine lieben Skorpione, ganz viel Licht und ganz viel Liebe. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.